Auch an diesem Wochenende wollen wir mal wieder auf die Zahlenwerte zur Corona-Pandemie in Deutschland blicken. Und die sind einmal mehr tagesaktuell. Das heißt, die Werte vom RKI vom 31. Mai 2020 sind auch noch in dieses Video hier eingeflossen. Und wie üblich schauen wir zunächst einmal auf diese beiden Kurven hier. Die blaue Kurve, die die Zahl der bis dato nachgewiesenen Infektionsfälle anzeigt. Und dann diese orange-aprikotfarben anmutende Kurve, die die geschätzte Zahl an Genesenen angibt. Was die blaue Kurve betrifft, will ich an dieser Stelle ein paar Anmerkungen loswerden. Ich habe mir nämlich mal die Tagesberichte genauer angeschaut vom RKI und dann habe ich festgestellt, oh, dann und wann muss man ja wirklich sehr vorsichtig mit diesen Zahlenwerten sein. Warum? Fangen wir mal ganz einfach mit dem 25. Mai an. Da fehlen zum Beispiel Werte aus Niedersachsen. Da gab es kein Update aus Niedersachsen. Demzufolge dürfte die reelle Zahl hier an nachgewiesenen Infektionsfällen eigentlich, also naja, nachgewiesen sind sie ja nicht offiziell, aber eigentlich müsste die Zahl der Infektionsfälle so rum reell höher liegen. Aber es gab kein Update, also bleibt die Zahl da, wo sie ist. Und die Werte aus Niedersachsen, ja, fehlen, weil es eben keine gab, die offiziell übermittelt worden sind. Interessant und noch viel gravierender ist, was am 28. Mai passiert ist. Da gab es ein Software-Update in einem Landkreis in Baden-Württemberg und plötzlich fehlten 410 gemeldete Fälle, sodass in Baden-Württemberg an diesem Tag die Zahl der Gesamtfälle um 371 gefallen ist im Vergleich zum Vortag. Und diese 410 fehlenden Fälle wurden dann am 29. und am 30. Mai wieder eingefügt in die Statistik. Allerdings, und das finde ich jetzt wiederum kurios, sind es laut RKI am 29. Mai 240 Fälle gewesen, die von diesen 410 eingefügt worden sind, und am Tag darauf 190 Fälle von 410. Und summiert sind 240 und 190 aber mehr als 410. Und das wundert mich. Vielleicht gab es da nochmal irgendwie eine leichte Korrektur da und dort. Also ich komme halt nicht auf 410, sondern auf 430, aber das nur mal in Klammern gesprochen. Aber diese Fälle, die fehlten, die wurden auf jeden Fall wieder eingefügt. Allerdings führt das natürlich dazu, dass die Werte, gerade wenn man schaut, wie entwickeln sie sich von Tag zu Tag, sehr ungenau werden, weil plötzlich fehlen einmal 410 Fälle an einem Tag und dann werden sie aber in den nächsten beiden Tagen wieder eingefügt. Das ist ja nicht wirklich ein reelles Abbild davon, wie viele Fälle jetzt wirklich neu hinzugekommen sind. Denn diese 410, das sind ja eigentlich alte Fälle, die dann plötzlich wieder in diese Statistik eingefügt worden sind. Ansonsten, was den 29. Mai betrifft, sei auch noch gesagt, fehlen dann plötzlich 15 Fälle aus dem Saarland und 30 aus Sachsen. In Brandenburg wurden am 30. oder zum 30. Mai Korrekturen vorgenommen. Da fehlen dann 5 Fälle als zuvor. Das scheint aber in Ordnung zu sein. Und dann zu heute ist es so, dass in Rheinland-Pfalz plötzlich ein Infektionsfall weniger gemeldet worden ist. Und in Brandenburg und in Baden-Württemberg gab es zu heute keine Aktualisierung der Daten. Das heißt, ja, die 181.482 sind eben oder ist der Zahlenwert der nachgewiesenen und in die Statistik eingepflegten Fälle. Allerdings fehlen eben zu heute zum Beispiel die neuen Brandenburger und Baden-Württemberger Fälle, die dann wohl erst morgen oder ich weiß nicht, wie es über Pfingsten ist, vielleicht auch erst am Dienstag oder Mittwoch eingearbeitet werden. So, nichtsdestotrotz kann man ja was zu den Kurven sagen. Ich wollte das nur mal sagen, damit ihr wisst, wie man mit solchen Werten auch manchmal umgehen muss, mit einer gewissen Vorsicht. Aber die Tendenz ist natürlich klar und die sehen wir ja hier. Das Ganze steigt ja nicht mehr so stark an. Beim letzten Video waren es 178.281 Fälle. Jetzt sind es die eben schon genannten 181.482. Das ist ein Plus von 3.201 Fall. Und wenn wir auf die Zahl der Genesenen schauen, die ja geschätzt wird, dann sehen wir, ist der Anstieg größer, nämlich 4.900 Fälle sind hinzugekommen, also 4.900 Personen sind hinzugekommen. Und damit sehen wir, die Zahl der Genesenen ist stärker gestiegen als die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der letzten 7 Tage. Und das wiederum bedeutet, dass die Zahl der aktiven Fälle auf jeden Fall auch weiter gesunken sein muss. Und das ist ja auch tatsächlich der Fall. Alles andere wäre auch ja sehr merkwürdig und nicht realistisch. So, wir sehen hier im Übrigen wieder die gesamte Kurve vom 30. März an mit dem Peak am 7. April. Wir sehen diese nach unten Gehbewegung seitdem, die fast stetig verlaufen ist. Beim letzten Video haben wir ja festgehalten, ja, da gibt es mal keine Veränderung von einem auf den anderen Tag, aber wir sehen, im Laufe der Woche ist die Zahl weiter gesunken auf 7.782.
Und wie kommt man jetzt auf diese Fallzahl? Nur für diejenigen, die das nochmal hören wollen. Man nimmt die Gesamtzahl der Infektionsfälle, die nachgewiesen worden ist zu einem Tag, zieht die geschätzt Genesenen zu diesem Tag ab und die Zahl, und zwar die Gesamtzahl der Todesfälle zu diesem Tag ab. Und dann erhält man eben die Werte, die wir hier sehen können. So, kommen wir jetzt zu der Grafik, von der ich zwischenzeitlich dachte, ich zeige sie euch gar nicht, weil sie ist eigentlich nicht wirklich aussagekräftig, leider. Das sind ja hier die Fälle, die von Tag zu Tag neu in die Statistik gekommen sind. Und ja, da haben wir ja das Problem am 28. Mai, wie gesagt, da fehlten dann plötzlich 410 Fälle. Die wurden dann in den nächsten beiden Tagen wieder eingefügt, beziehungsweise sogar lag diese Zahl ja um 20 dann höher plötzlich. Und insofern ist das, was wir hier sehen, ja kaum, also wenn man es genau nimmt, also wenn man wirklich auf genaue Werte schaut, kann man damit nichts anfangen, weil sie durch diese technischen Unzulänglichkeiten verzerrt sind. Man kann natürlich einen Trend schon erkennen und sagen, ja, es steigt nicht massiv an, wir sind nicht im vierstelligen Bereich, aber eigentlich kann man sich diese Grafik mittlerweile mehr oder weniger schenken. Deswegen werde ich sie sehr wahrscheinlich nächste Woche im Video nicht mehr zeigen. Hier, und das ist jetzt schon spannender, schauen wir auf die einzelnen Bundesländer. Und da gibt es rechts etwas Neues, das nennt sich 7-Tage-Inzidenz beim RKI. Und ich werde dann gleich sagen, was das genau ist. Schauen wir erstmal nach links auf diese linke Grafik. Da seht ihr zum einen die Gesamtzahl an nachgewiesenen Infektionsfällen in den einzelnen Bundesländern und dann in Klammern angegeben die Werte vom RKI, die angibt, wie viele Fälle in den letzten 7 Tagen hinzugekommen sind. Und da muss ich dann wiederum sagen, dass sie ein bisschen divergieren von den Werten, die ich dann ausgerechnet hätte. Da sind wahrscheinlich dann auch manchmal vielleicht alte Fälle hinzugekommen, die schon länger als 7 Tage zurückliegen. Deswegen habe ich nicht meine Differenzwerte genommen, sondern ich habe die Werte vom RKI genommen. Ja, wenn wir nur erstmal schauen, rein quantitativ, wer liegt vorne und wer liegt hinten in der Statistik, dann tut sich da nicht viel. Bayern nach wie vor vor Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg und auf den besten Plätzen Sachsen-Anhalt, dann Bremen, die Hansestadt Bremen und Mecklenburg-Vorpommern. Allerdings ist es eigentlich auch viel spannender zu schauen, wie viele Infektionsfälle sind denn jetzt hinzugekommen in den letzten 7 Tagen. Da sehen wir ganz vorne quantitativ NRW mit 728 neuen Fällen. Dann haben wir die Bayern dahinter auf dem zweiten Rang mit 621 Fällen und dann folgt Niedersachsen mit 373 Fällen. Aber, und das habe ich ja so oft gesagt, diese rein quantitativen Zahlenwerte sind nicht allzu aussagekräftig, denn die Hansestadt Bremen hat natürlich deutlich weniger Einwohner als Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Und demzufolge ist es irgendwie auch logisch, dass in Nordrhein-Westfalen die Zahl an Neuinfektionen sehr wahrscheinlich größer ist als in Bremen. Viel interessanter ist doch zu schauen, wie hat sich der Wert gemessen auf 100.000 Einwohner verändert, und zwar jetzt zum Beispiel innerhalb der letzten Woche. Das ist die sogenannte 7-Tage-Inzidenz, die angibt, um wie viel hat sich der Wert gemessen auf 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage verändert. Und da merkt man dann plötzlich, huch, die Bremer, die summiert auf dem 15. Rang liegen, also offensichtlich ganz gut dastehen, haben im Laufe der letzten 7 Tage 14,6 Fälle pro 100.000 Einwohnern in ihrer Statistik neu dazu bekommen. Und das ist ein ganz schwacher Wert, gerade auch verglichen mit allen anderen Bundesländern, ist das ganz klar die Spitzenposition. Auf dem 2. Rang folgt Thüringen mit in Anführungszeichen gerade mal 5,7. Und in Bremen ist man zweistellig und deutlich größer. Demzufolge ist diese linke Darstellung sehr trügerisch. Und wir müssen uns eher mal mit dieser 7-Tage-Inzidenz auseinandersetzen. Also da sehen wir, in Bremen ist nach wie vor die Situation nicht so schön. Und das war ja bei den letzten beiden Videos auch schon so, dass der Zuwachs der letzten 7 Tage, da gab es diesen Wert der 7-Tage-Inzidenz noch nicht so auf der Seite vom RKI, wo ich dann eigentlich normalerweise schaue, auf der ich normalerweise schaue. Und trotzdem, ja, lag dieser Wert in den letzten 2 Videos schon hoch und er ist nach wie vor sehr hoch und mit Abstand der größte hier von allen Bundesländern. Ja, dahinter, da habe ich ja schon gesagt, liegt Thüringen 5,7 und dann folgen Bayern und Niedersachsen mit jeweils 4,7. Auf der anderen Seite, wo sieht es denn sehr gut aus? Da sehen wir, dass Sachsen-Anhalt, das war ja auch schon hier grün eingefärbt, dabei ist, auf dem geteilten 14. Rang mit 0,5. Zusammen mit der Hansestadt Hamburg mit ebenfalls eben 0,5. Und am besten, am allerbesten steht Mecklenburg-Vorpommern da
mit 0,2. Mecklenburg-Vorpommern führt sowohl in der Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionsfälle bis dato als auch jetzt am Zuwachs der letzten 7 Tage. Es sind ja gerade mal, das sieht man hier, 3 Fälle hinzugekommen. Also Mecklenburg-Vorpommern ist nahezu Corona-frei oder zumindest neuinfektionsfrei. Aber ich glaube, auch generell dürften da nicht wirklich viele aktiv Erkrankte sein. Hier sehen wir jetzt die Zahl der Todesfälle. Die ist auch im Laufe der Woche weiter gestiegen auf jetzt 8.500. Und hier sieht man dann die Entwicklung eben von Tag zu Tag, wie viele Fälle sind neu hinzugekommen. Man liegt nach wie vor unterhalb des dreistelligen Bereiches. Das ist also sehr, sehr gut. Ja, und damit sind wir mal wieder am Ende von dem Video angelangt. Ich setze einen Punkt, wünsche euch einen schönen Sonntag noch und sage für heute ciao, ciao und tschüss.